Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Timberborn. Und ihr seht schon, wie es hier in der Mitte losgeht. Unsere Bäckerei war es, glaube ich, ist schon in vollem Gange. Aber was sehe ich denn da? Unsere sonst so fleißigen Biber sitzen hier mal wieder faul auf der Haut. Ja, ich finde es nicht lustig. Wobei, irgendwie sieht es auch pervers aus. Ich glaube, die rubbeln sich gerade den Schwanz, wollte ich gerade sagen. Okay. Den tierischen, meine ich jetzt. Das klang irgendwie auch nicht wirklich besser, habe ich das Gefühl. Ja, ach, die verballern auch ein bisschen Holz. Okay. Die nehmen Kartoffeln, Holz und machen daraus Grillkartoffeln. Hier schaue ich auch noch mal kurz nach. Also, wir haben zwei Sachen. Ach, das war gar nicht die Bäckerei. Das war der Grill. Entschuldigung. Die Bäckerei. Genau, wir haben zwei Sachen. Die Mühle und die Bäckerei. Die brauchen aber beide Strom. Das ist das Problem. Ach, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ich würde tatsächlich gerne... Ich meine, ich muss es sowieso irgendwo dann auf dem Land hier oben bauen. Ich würde dann tatsächlich gerne die beiden Sachen hier oben hinbauen. Das heißt, erstmal hier eine Treppe. Das sollte ja auch... Na okay, es dauert doch noch was, bis die Planken alle fertig sind. Also das mit den Planken ist echt ein Geschäft. Wir haben schon zwei Sägewerke, aber es tut sich da irgendwie nicht so wirklich viel. gut. Ach so, ganz wichtig, ganz wichtig. Ich muss das Verteilerzentrum. Nein, ich will das nicht bauen, ich will das nur schon mal freischalten. Dann haben wir eine Bauarbeiterunterkunft. Die würde ich auch gerne vorher noch freischalten. Und auch jetzt nicht hier hinten hinbauen. So, dann die Getreidemühle. Die möchte ich in der Tat freischalten und bauen. Ach so, die ist so rum. Dann würde ich sagen, machen wir es doch so. Die Frage ist... Ach so, die Frage ist nur, wie bekommt die dann Strom? Ich würde sagen, da hinten... Da hinten würde ich gerne hochbauen, damit da Wasser rumkommt. Die Frage ist, kann ich das, dass ich dann hier baue und den Einfluss... Ich glaube nicht, ne? Moment, wir gucken mal eben. Ne, das ist hier nämlich schon rot. Das heißt mit anderen Worten, wir müssen hier definitiv auch einen neuen Distrikt hinbauen. Würde ich persönlich dann sagen, dass wir das direkt hier vorne machen. Den Distrikt dann irgendwie... Der Einfluss ein bisschen größer ist, so ganz hier hinten dran. So. Dann brauchen wir natürlich eine Abgabestelle. Das ist ganz wichtig. Wobei, falls ich nach hinten bauen muss, lasse ich mal hier ein bisschen was frei. So, eine Abgabestelle. Wir werden dann wohl hier auf der Seite Wasser rauspumpen, nehme ich an. Wenn das denn alles so ist und freigeschaltet ist und so, wie ich mir das vorstelle. So. Dann hat sich das schon wieder gelohnt, das nach hinten freizuschalten. So. Dementsprechend daneben auch einen kleinen Tank. Ach, das ist kein Tank. Was mache ich denn hier? So. Die müssen jetzt nicht unbedingt Selbstversorger werden, aber ich sag mal, ach so. Oh, Thema. Wir müssen ganz dringend, weil ich das ja gerade erst freigeschaltet habe, hier das Verteilerzentrum bauen. Machen wir das mal... Hier geht's nicht mehr, ne? Machen wir das mal hier hin. Mit höchster Priorität, bitte. Also, nicht ganz so hoch wie das vom Lagerhaus, aber doch höchste Priorität. So, weil sonst können wir natürlich hier auch nichts dran liefern. Oh, wir haben ganz viele obdachlose Biber, sehe ich gerade. Wir sollten vielleicht zusätzlich auch nochmal ein Haus bauen. Ich sollte vielleicht zusätzlich auch mal die Großen hier
400, ja, das haben wir noch. Boah, braucht das viel Holz. Alter. Nein. Wenn ich das so mache, könnte ich theoretisch... Nee, da könnte ich... Doch, da kann ich da hochbauen und dann eine Treppe runterbauen und da drauf nochmal ein kleines stellen. Doch, das könnte ich schon. Okay. So. Na, da muss ich dann mal gucken. Das dann auch mit hoher Prio, damit die dann nicht mehr obdachlos sind nachher. So, ich weiß, dass ich jetzt hier noch nichts tatsächlich bauen kann, aber ich möchte das schon mal so haben, dass ich nicht schon wieder irgendetwas vergesse, weil das wäre nicht so günstig. Und wir müssen, glaube ich, auch einen Pfad nach hier hinten legen, damit wir... da könnte man theoretisch noch eins hochbauen. Das mal, also theoretisch könnte man hier generell zwei noch machen. Dann mache ich das mal so. Aber das ist natürlich wieder doof. So, das soll abgerissen werden. Sollte man vielleicht auch vorher markieren. Das soll abgerissen werden, wenn ich da hinkomme. Und können die das eigentlich abreißen, wenn die nicht da unten auf der Ebene sind? Das ist jetzt mal eine gute Frage. Erstmal würde ich sagen, ich baue da hoch. Mach dann den Pfad dahin. Und guck dann, ob die das so abreißen können. Wobei mir das natürlich nichts bringt, wenn ich das hier noch nicht abgerissen habe, fällt mir gerade ein. Eieiei, da müssen wir aber dann auch, oder? Na, theoretisch müsste das mit dem gleichen Distrikt gehen. Der ist auch immer noch nicht gebaut hier. Also wenn ich den Pfad hier weiterführen würde... Am einfachsten, denke ich, wäre es, wenn wir jetzt hier rüber bauen würden und dann abreißen würden. Oh, da kommt die Dürre schon wieder. Haben wir denn genug? Also Wasser weiß ich jetzt nicht, wegen unserem Nachwuchs natürlich auch. Aber Essen sollten wir eigentlich genug haben. Also ich würde jetzt glatt behaupten, ich weiß nicht, vom Unterschied her, ich glaube, das ist eins höher, dass wir da runterbauen. Und es ist tatsächlich nicht richtig, so. Also, ja, dann müssen wir natürlich den Pfad auch noch dahin machen. Nein, nicht ganz. Den, nein, nicht die Plattform. Das müssen wir wegmachen, genau. So. Treppe drauf. Und das können wir eigentlich auch direkt nach oben bauen. So, und dann möchte ich bitte eigentlich das Ganze, aber es würde mir schon reichen, wenn das hier dann mit Priorität abgerissen würde. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so geht, dass die darüber... wahrscheinlich muss ich hier noch irgendwie was drüber bauen, dann, dass die da gehen können oder was weiß ich. Könnte ich mir gut vorstellen, dass sie dann erst abreißen. Jetzt bin ich gerade am Gucken. Ne, es ist ein Dreier, ne? Da haben wir noch die Möglichkeit. So. Ich meine, ist ja nicht schlecht. Wir müssen ja sowieso später mal eine Verbindung machen, woanders hin. Das können wir jetzt leider noch nicht machen. Aber es soll schon mal vorbereitet sein. Ich verstehe nur nicht, ehrlich gesagt, warum jetzt hier der Pfad schon orange wird. Obwohl das Ding ja direkt hier vorne ist. Zählen die irgendwie die Meter? Weil ich habe immer gedacht, das wäre so die Entfernung, die man zählt. Aber mit
viel, viel Glück können wir das hier fluten. Wenn nicht, müssen wir halt so bauen, dass wir da oben wirklich einen neuen Distrikt irgendwo noch machen. Ja, das ist alles so ein bisschen... Ah, wir haben schon einen. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Okay. Jungs, ich habe direkt mal Arbeit für euch. Und habe direkt mal festgestellt, dass ich da überhaupt gar keine Verbindung habe, ich Idiot. Okay, ein paar Beeren sollten drüber geliefert werden. Ach so, doch, Moment. Ach, ich hätte eine Verbindung, wenn sie das hier mal gebaut hätten. Ja, super, haben sie immer noch nicht gemacht. Okay. Also... Das wäre auch schön mit der Priorität. So. Ein paar Beeren, dann... Ja, man sollte vielleicht vorher draufklicken. Ich kann das den ganzen Tag so weitermachen. Moment. Dann Holz soll rübergeliefert werden. Und... Planken sollen geliefert werden. Dann, bevor die hier ankommen, gucke ich mal eben. Da hier erstmal nicht viele sein werden, denke ich mal, reicht hier 50. Holz lasse ich auch erstmal 50. Planken auch mit 50. Dann haben wir 150, die eigentlich immer geliefert werden sollten. Und 100 Wasser, was dann von hier aus theoretisch kommen könnte. Okay. Ja, es wäre jetzt nur schön, wenn die jetzt auch hier die Treppe mal bauen würden. Weil die ist schon die ganzen... Ja, die habe ich gerade erst mit Priorität gemacht, glaube ich, ne? Aber die haben doch schon einiges gemacht. Der Förster weiß noch nicht so genau, was er tun soll. Aber dem werden wir jetzt hier beide machen. Der wird jetzt... Moment, das ist, wo das hoch... geht. Da sind keine Gebäude oder so, ne? So. So. Machen wir mal komplett. Und das auch. Ich weiß nicht, ob der jetzt hier links auch noch hatte. Und, Moment. Doch, der Holzfäller ist noch da. Ich dachte gerade schon. Ich dachte schon, der ist jetzt weg. Wobei ich da eigentlich schon gerne zwei Holzfäller hätte. Sollten wir vielleicht einen vorher, bevor wir jetzt hier alles pflanzen, noch da oben stellen. Wobei pflanzen kann ich da auch schlecht. Ach nee, das ist, weil ich gerade Dürre habe. Ah, ja klar. Dann... So, das, was ich nicht machen kann, weil es wirklich von der Dürre betroffen ist, das ist dann halt eben so. So, das machen wir jetzt erstmal so dahin. Wobei ich denke, dass dann auch nochmal ein Sägewerk beschäftigt werden sollte. Ja, jetzt wird die Dürre irgendwie schon sehr viel länger, habe ich so das Gefühl. Also dauert sehr viel länger. Oh, die gehen nach oben. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Haben wir hier zwei drin? Wir haben, glaube ich, zwei, wenn ich das richtig sehe, oder? Ich glaube nicht. Ach so, doch. Die sollen ja im Stock bleiben dann. Moment, dann... Setze ich mal... Distrikt 2 ist das hier, genau. Da werde ich mal zwei rübersetzen. Nee, halt, stopp. Oh. Moment. Bitte von denen zwei in Distrikt 3 rein. Ah, ist das alles scheiße. Moment. Wir nennen das Ganze jetzt mal Ruinen 1. So. Damit ich weiß, wo ich überhaupt bin. So, und hier, das sollt ihr jetzt bitte bauen. Ich weiß, ihr habt hier jetzt kein Holz. Das sind doch gar keine Ruinen. Was rede ich denn da?
Okay. Dann nennen wir das wieder um. Dann nennen wir das Distrikt 2. Oder haben die das auf Englisch geschrieben? Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Und das andere da. Das nennen wir dann Ruinen 1. So. Da sollten wir dann übrigens auch rum und das Ganze dann mal fluten, fällt mir gerade auf. Wobei wir hier natürlich nicht wirklich was fluten können, weil wir noch nichts haben zum Fluten. Aber. Wahrscheinlich geht eh nur eins auf. Ah, doch, Moment. Ah, da kommt doch Wasser rum. Ah, sehr cool. Nee, kommt kein Wasser. Das ist da. Ah, ihr seid doch Arschlöcher, ehrlich. Also das würde ich auf jeden Fall dann erstmal frei machen. Und dann gucken, dass ich irgendwie mit dem da hinten hinkomme. Hier habe ich ja jetzt, glaube ich, schon was gebaut. Naja. Und das dann. So, und Fahrt noch da anlegen. Weiß nicht, ob ich den Pfad jetzt genau bis da haben muss. Und das dann definitiv abreißen hier. So. Das dann auch mit Prio. So. Und das mit Prio. Das sind aber wieder alles Sachen, die uns eigentlich jetzt noch nicht so interessieren. Jetzt muss ich mal eben schauen. Ich habe jetzt geguckt, dass hier unten. So, Bären sind da. Was? Ach so, Wasser können wir ja noch gar nicht. Oh. Das ist ja logisch. Logisch, logisch. Wo ist mein Zentrum? Hier. Nee. Ach, Quatsch, Zentrum. Da. Da müssen die denen natürlich auch Wasser bringen. Ganz wichtig. Das habe ich aber, glaube ich, eingestellt, ne? Das ist höchstens 100. Ja, okay. Ganz, ganz wichtig, nicht, dass die mir hier noch verdursten. Oder sind die mir jetzt schon verdurstet? Zwei sind hier noch drin. So, der eine. Das sollte vielleicht auch klicken. So. Das haben sie schon gebaut. Das haben sie aber noch nicht abgerissen hier. Warum habe ich das nicht vorhin geschrieben? Also angeklickt, dass sie das abreißen sollen? So. Die Frage ist, ob sie das überhaupt jetzt abreißen oder ob ich mir da jetzt einen Weg rumbauen muss, dass die überhaupt erstmal da hinkommen. Das könnte nämlich auch sein. Die Frage ist jetzt. Die Baracken sind hier jetzt natürlich sehr, sehr. Mach da mal eins hin. Jetzt warte ich erstmal ab. Wenn die jetzt anfangen, ja, wenn die hier bauen, heißt das eigentlich nur, dass die hier oben das nicht wegmachen, weil sie es nicht wegmachen können. Eben aufgrund dessen, weil sie nicht dahin kommen. Achso, ich wollte gerade sagen, jetzt kommen sie doch. So, Planken bekommen ja auch geliefert, oder? Ja. Das heißt, rein theoretisch könnten wir jetzt hier runter. Ja, genau. Und warten, dass sie das weg einreißen. Sehr schön. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. So, ich weiß nicht, ob das jetzt wichtig ist, das wieder wegzumachen. Also ich mache es jetzt mal nicht weg. Gut, das heißt, hier käme schon mal Wasser hin. Das hier müssten wir dann abreißen, indem wir da runter gehen.
Die haben jetzt allerdings hier noch gar nichts gebaut. Moment, hä? Hey. Bis da. Ach so, weil die das so schräg gemacht haben wahrscheinlich. Bis dahin haben die das schon da reingetan. So. Das machen wir jetzt hier auch mal erstmal mit ein bisschen Priorität, weil wenn das nämlich weg ist, in der Hoffnung, dass sie wirklich auch so weit laufen hier und das bauen, wenn das weg ist, dann müssten wir gucken, dass wir hier runterkommen. Ah ne, da reicht ein einer. So. Okay. Es tut mir leid, aber die Bäume müssen dann wirklich abgerissen werden hier. Du auch. Ach so. Oh. Ich muss dann aber hier noch eine runterbauen. Haha. Das ist ja lustig. Und das so bauen. So. Okay. Ja, ist halt alles nicht so einfach. Aber gut, die sind jetzt hier fleißig die Sachen am rüber transportieren. Eigentlich müssten wir hier mal eine Schneise machen, dass sie nicht immer da rumlaufen, sondern da mal direkt hochlaufen, ne? Das ist blöd, weil ich jetzt dadurch die Bäume natürlich hier oben wegmache, aber... so. So. Und so, da müssen die nämlich nicht den Weg immer außen rum nehmen. So, okay, das dürft ihr jetzt auch gerne mal kurz mit Priorität machen. Ich meine, das ist ja jetzt nicht so viel. Das eine Lagerhaus haben wir ja auch schon gebaut hier. Da habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet, was ich da jetzt rein tue, ehrlich gesagt. Da passen 1000 rein. Also ich würde mal sagen, so 250 Karotten sollten rein. 150 Mehl. Ich meine, kann ich ja eh noch nicht herstellen. 150 von den Grillkartoffeln sollen auf jeden Fall rein. Und 250 Kartoffeln sollen auf jeden Fall hier rein. Weizen und so haben wir noch nicht. So, die Frage ist jetzt, was machen wir hier? Eigentlich haben wir diesen Bezirk jetzt nur gemacht, damit wir das abreißen können. Streng genommen. Also eigentlich brauchen wir den jetzt nicht wirklich. Das heißt, wir könnten hier eigentlich ja, der steht jetzt, obwohl der könnte natürlich auch schon dafür sorgen, dass er hier Wasser hat. Das heißt, wir könnten hier so einen kleinen Bezirk machen. Ich könnte hier zum Beispiel, genau, nee, wo haben wir das denn? Ein Bauernhaus hinmachen, beziehungsweise zwei. Wobei ich jetzt gerade mal gucken muss. Ich muss ja irgendwo, genau nach hinten muss ich mich auch noch weiter. Das heißt, ich mache die am besten so, dass ich dazwischen bauen kann. So. Und dann da hoch. Und das können wir... Nee, da. Das können wir dann erstmal abreißen hier. Und wir machen den Pfad nach oben. Hier dann noch eine Treppe hin. Zack. Und das dahin. So, da kann ich relativ einfach runter, denke ich mal. Und dahin. So. Und dann reißen wir das auch mit Priorität ab. Ach so.
Ja, doch. Das eine müssten die eigentlich abreißen können. Moment, da mache ich das jetzt aber nicht mit Priorität, sondern mit Priorität. Das ist natürlich direkt am Wasser. Wäre vielleicht dann doch besser, wenn ich das mache, weil sonst versinken die hier vermutlich drin. So, okay, der ist da hinten schon mal am Bauen. Die sind hier fleißig. Wenn wir nämlich hier dann Wasser haben, dann können wir hier auch Weizen anlegen. Ich kann das ja schon mal markieren. Ich hoffe jetzt nicht. Dann machen wir nämlich hier extra nur Weizenfelder. Und dann könnten wir ja theoretisch hier vorne ein Wasserrad bauen, was aber ziemlich tief ist, sehe ich gerade. Da müssten wir dann was bauen, dass das auf jeden Fall, ich würde sagen, hier höher kommt. Die Frage ist jetzt, eins kann ich nicht nehmen. Also das müsste ich nehmen. Ja, da müsste ich das auf jeden Fall eins höher setzen, wenn ich das jetzt richtig sehe hier. Das heißt, drei nach rechts und zwei nach unten, jeweils eins höher. Ich hoffe, dass sie das überhaupt so bauen können. Moment, das lasse ich erstmal noch offen. Ich mache erstmal das mit dem Rad hier hin am besten. Weil ich nämlich nicht weiß, ob die dann. Also die hier, die werden sie noch bauen, aber ich glaube, das. Ja, das vielleicht auch noch von der Seite aus, aber die hier werden sie, glaube ich, nicht bauen. Dementsprechend werde ich wohl darunter, wobei ich könnte theoretisch, habe ich jetzt da was baue zum Runtergehen oder hier, obwohl hier muss ich zwei bauen. Moment. Können wir aber trotzdem machen, ist ja nicht so, nicht ganz so schlimm. So, das meine ich nämlich. Jetzt bauen die nämlich hier, anstatt das zu bauen. Aber ich kann dann mein Wasserrad, was ich gerade nicht sehe, weil es dunkel ist, hier drauf bauen. So. Dann habe ich da nämlich. Oh, ich habe schon von oben geflutet. Das war nicht so günstig. Scheiße. Oh! Das ist ja geil! Ja, cool! Da muss ich mal eben Screenshot von machen. Oh, die arbeiten sogar unter Wasser. Okay. Das ist ja krass. Jetzt komme ich hier irgendwie nicht mehr aus der Perspektive raus. Ich hoffe, die ersaufen mir hier dabei nicht. Also, ich glaube aber, die haben jetzt unten alles gebaut und sind jetzt da oben an dem Rad dran. Okay. Ja, das ist ja cool. Also, jetzt habe ich das mit den Schwimmen auch endlich mal gesehen. Ich glaube, da muss man gar keinen Pfad dann machen, sondern man muss das halt nur in Reichweite haben. Ja, dann dürfen die das hier natürlich auch. Wobei, eigentlich könnten wir den stehen lassen. Wenn wir hier vorne, der ist ja noch zu.
Wenn wir hier vorne eine Schleuse machen würden. Jetzt ist die Frage. Ich kann es leider nicht. Doch, es ist 1, glaube ich, hier. Dann bräuchten wir hier quasi eine Schleuse von 1, wenn ich das richtig sehe. Sprich, nee. Von 2 dann. Sprich so. Glaube ich. Aber das ist ja Blödsinn, weil dann würde das... Es sei denn, ich würde es dann jedes Mal hochziehen. Ja, hat der denn... Das sieht so aus, als ob der hier unten überhaupt gar nichts hat, was hier abblockt. Aber ich glaube, das geht genau bis zu der Kante hier. Kann das sein? Also theoretisch müsste man das so hinbauen. Theoretisch. Ich lasse es jetzt einfach mal so als Gedankenspiel drin. Wo sind wir denn jetzt hier? Moment. Das ist die zweite Siedlung. Hier ist jetzt alles schön grün, bis auf hier die rechte Seite. Die ist leider noch nicht so grün. Oh, wir haben nicht mehr so viel Wasser. Wir sollten vielleicht auch mit den ganzen Pumpstationen und so darauf achten, dass wir... Ah. Die haben das zu Ende gebaut. Da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Ah, Moment. Die haben das... Ja, toll. Leute, euer Ernst jetzt. Die haben das zu Ende gebaut und jetzt kann ich hier nichts mehr machen, oder was? Schnell das Wasser hier reinlassen. Und zumachen. So. Ich habe keine Ahnung. Also hier unten staut es sich, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Na gut, hier oben kommt natürlich jetzt noch Wasser dazu. Jetzt haben die ganze Zeit nicht arbeiten können, weil jetzt kein Wasser gekommen ist. Oder wie sehe ich das jetzt hier? Das habe ich natürlich jetzt wieder super toll hinbekommen. Ich habe jetzt gar nicht darüber nachgedacht, dass die das jetzt hier weiterbauen, ehrlich gesagt. Oh Gott, die waren ja richtig fleißig heute. Okay, wir brauchen definitiv noch mehr von den Wassertanks. Das heißt, das machen wir schon mal Priorität rein. Und eine Verbindung natürlich auch. So. Hier ist aber gar nicht alles gebaut, ne? Ja. Ach so, deswegen fließt das jetzt hier wahrscheinlich durch. Oh, geh mal ein bisschen weiter hier. Obwohl das so eigentlich auch durchfließen müsste. Ja, die verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Die muss... Das ist die Plattform. Wenn ich die... Ach, die kann ich doch noch mal ein Stück hochziehen. Oder die kann ich halt komplett... Ja, wir haben jetzt Dürre, also lasse ich das jetzt so. Da würde das aber reichen, wenn ich das hier oben jetzt nicht gestaut hätte, sondern nur hier unten, weil von da kam jetzt das Wasser. Das war der falsche. Ja, dann können wir das von mir aus auch machen. Mir ist auch mit Priorität, dann geht das schneller. So. Das verwirrt mich jetzt hier, dass ich das jetzt noch hier stehen habe. Aber das sieht so an sich gar nicht so schlecht aus. Ich bin gerade echt noch so ein bisschen am gucken, wie das alles funktioniert und so. Aber das sieht echt schon nicht schlecht aus. Was ich jetzt hier theoretisch machen könnte. Das sind die hier. Die muss ich jetzt erstmal freischalten. Die kann ich... Oh, die kann ich aber doch von hier oben aus. Ich weiß nur nicht, ob ich dann hier alles überflute. Aber wir können es mal ausprobieren. Achso, man sollte vorher klicken. Ja, ich weiß. So, das.
Und hier unten ist ja schon fleißig am Arbeiten, weil wir brauchen jetzt die Getreidemühle. Ich sehe schon wieder nichts, weil das wieder alles hier einmal so rum bitte. Das ist auch damit verbunden. Ja, perfekt. Die Getreidemühle und als nächstes müssen wir dann die Bäckerei freischalten. Die kommt dann direkt mit da dran. Zack. Wobei wir jetzt hier gerade kein Wasser mehr haben. Also Wasser schon, aber kein Wasserfluss. Achso, wir haben ja jetzt auch die Dürre noch. Okay. Aber das Gute ist, wir können trotzdem weiter Wasser abpumpen. Oh, so langsam liebe ich dieses Spiel. Beziehungsweise nicht das Spiel, sondern diese Karte. Und ich finde es absolut geil, was man dann alles auch machen kann, indem man, wenn man ein bisschen so die Karte beobachtet und so. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht müsste ich mir im Dynamit jetzt alles ein bisschen tiefer legen und so. Aber das brauche ich ja nicht. Ich meine, die pumpen hier immer noch und die Dürre ist erst in anderthalb Tagen vorbei. Ich wollte gerade sagen, aber hier ist, glaube ich, keiner drin. So, nehmen wir mal die zwei priorisiert. Und das habe ich ja auch priorisiert. Ach so, Getriebe habe ich ja gar nicht mehr. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Nee, das war... Doch, das war das mit den Getriebe. Und hier... Ja, fehlt mir natürlich noch das Getriebe. War ja klar. Okay, aber dann haben wir auf jeden Fall schon mal eine gute Erweiterung. Ich muss mal gucken, wie das dann ist. Theoretisch sollten die uns jetzt hier Wasser liefern können. Und die müssten uns eigentlich dann Getriebe liefern. Ich mache mal einen großen Wassertank mit hier rein. Da kann ich nicht einfach drüber bauen. Das möchte ich weghaben. Ja, das ist jetzt natürlich verdorrt. Das war jetzt auch so nicht meine Absicht. Ach so, damit das hier nicht fließt, müssen wir hier noch quasi einen Damm hinbauen. Bitte auch mit Priorität, weil das ist ganz, ganz wichtig. Ah, da geht jetzt auch keiner hin, weil das noch nicht verbunden ist. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Deswegen ist auch niemand hier zu dem Damm hingegangen. Das ist aber nicht schlimm, weil das ist ganz gut, wenn wir das hier so bauen. So. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass die erst das Holz dahin liefern und dann zurück, aber egal. Eigentlich müssten wir hier jetzt auch nochmal was machen mit einem Holzfäller. Weil hier ist ja dann das Wasser. Es ist da nicht so viel, aber dann haben wir zumindest was, was wir dann auch hier benutzen können. Das ist zu klein fürs Lager. Wenn die das hier mal wegmachen könnten. Ach so, Moment. Ich kann ja jetzt gar nichts machen. Weil ich doof doch hier, ja. Ich habe doch gerade noch gesagt, dass ich hier noch einen Wassertank hinbauen wollte. Gut, theoretisch könnte ich den auch dazwischen quetschen. Damit ich hier zumindest ein bisschen Holz habe. Das kann man auch. So, die haben auch noch gar keine Getriebelieferung, fällt mir gerade ein. Nein. Ich wollte eigentlich Route verbinden. So, da und... Wo haben wir dich denn? Und Getriebe. So. Dann machen wir hier Getriebe, Getriebe, Getriebe. Ja, 25 Stück. So viel braucht man ja nicht. Nur, dass man so ein bisschen was im Petto hat. Halt, stopp. Obwohl, ja doch, dann habe ich zwei. Das könnte ich ja theoretisch noch nach hinten ausbauen, ne? Es geht ja bis ganz hinten.
habe ich auf jeden Fall jede Menge, was ich rein theoretisch holen könnte. Theoretisch könnte ich jetzt hier sogar noch Gebäude dran setzen. Dann würde ich nämlich sagen, dass ich den Wassertank hier wegmache. Und dass ich den hier auf die Seite hinstelle. Jetzt muss ich mal gucken. Das ist, glaube ich, falsch rum. Genau. Zack. So. Hallo. Lass mich einfach raus. Die Bäckerei kommt dann als zweites auch mit Prio. Und der eine Wassertank bitte auch mit Prio. Der ist so zweit. So. Wobei, das sollten sie schon machen, weil da wollte ich dann nämlich noch was zum Abpumpen hin machen. Ja, dann schmeiße ich mir hier noch ganz schnell, am besten hier. Wobei da, na gut, da müssten wir das eine hier wegmachen. Noch den Förster rein. Und ich mache mir dann noch einen Holzfäller hier rein. Der deckt alles ab, wenn es hier ist. Wobei ich den eigentlich lieber hier jetzt gehabt hätte. Aber ja, ist nicht so schlimm. Okay, dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Wir haben hier nochmal so einen zweiten Bereich, so ein bisschen außerhalb. Das ist auch sehr gut bewässert momentan. Hier ist es noch nicht ganz gebaut. Das werden wir dann beim nächsten Mal angucken. Wenn das gebaut ist, kommt nämlich hier immer wieder manuell Wasser rein. Und dann wird hier alles so richtig schön grün sein. Wobei, ja, ist gut bewässert, steht jetzt hier auch schon. Das verwirrt mich ein bisschen. Weil ich dachte, hier ist alles dann noch so grau, aber okay. Gut, wir sind auf jeden Fall schon mal ein ganzes Stück weitergekommen. Um die ganze Oh! Oh! Was ist jetzt passiert? Oh mein Gott. Ich würde sagen, mit diesem Bild hören wir erstmal für heute auf. Und dann gucken wir uns in der nächsten Folge an, was wir hier für einen Unsinn gemacht haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao!